The Germans on Tour. Bahamas Edition. Nach ewig langer Anreise und einigen in Rum getränkten Begrüßungslobstern entdecke ich ungeahnte poetische Fähigkeiten in mir. Die erste Nacht. Windstärke 8. Schwipp, schwipp. Das Beste wäre jetzt fester Boden unter den Füßen und ein richtig starker Kaffee. Sowieso eigentlich ein Frevel, dass man diese Espressomaschine mit ordinärem Kaffee belegt. Captain Krause legt auch auf hoher See Wert auf einen gewissen Standard. Dosenfutter und Instant-Kaffee, so etwas gibt es bei ihm nicht. Das ist doch kein Gentleman's Sailing mehr dann. Es geht ja nur ums nackte Überleben. Wenn du bei Instant-Kaffee angekommen bist, weißt du, es geht ums Überleben. Wir überleben tatsächlich diesen Morgen und retten unser Land. Auch um im Internet die Wetteraussichten zu checken. Mit Ernüchterung. Abends wird genauso bleiben, wird eher noch mehr werden. Noch stürmischer? Als heute Nacht? Nö, so wie, also es wird wieder so genau dasselbe, es ändert sich nichts. Zudem warten wir noch auf den dritten Deutschen. Dann wäre unsere Crew vollständig. In der Zwischenzeit ist allerdings etwas Merkwürdiges mit unserem Beiboot passiert. Schauen wir uns noch mal ganz kurz die Parksituation des kleinen Dinges an. Das sogenannte deutsche Quetschparken. Das machen wir zu Hause immer, überall. Ja. Bei Niedrigwasser runter und dann Steg. Über die Fuhr das Dingi oben sicher und TÜV geprüft gegenquetscht. Sieht nicht gesund aus, aber ist alles vom TÜV abgenommen worden. Also warten wir auf Ebbe, bis es wieder frei ist. Wurde richtig gut nachgedacht. Abwracken. The Germans on Tour. Siebe und Krause verloren in der Wildnis. Sind sie noch zu retten? Find out in the next episode. The Germans on Tour. Bahamas Edition.